Es ist natürlich so, dass man nur Profile autorisieren kann, die einem selbst gehören. Das heißt, ich kann meine Profile am besten, oder das ist sinnvoll, dass man die eigenen Profile alle über diese Autorisierung dann auch bei uns hinterlegt. Wenn man aber zusätzlich zum Beispiel noch seine Konkurrenten oder Kunden oder ähnliches tracken will, wo man nicht die Möglichkeit hat, das zu autorisieren, dann besteht auch die Möglichkeit, den Benutzernamen einfach nur einzugeben. Wir machen einfach mal beides. Also ich habe hier in das rechte Fensterchen schon eingegeben p-Herbert und drücke einfach auf Speichern. So, klick. Jetzt wird hier die Autorisierung durchgeführt. Das war es schon. Im Hintergrund erscheint er jetzt. Kann ich das nächste Konto erscheinen? Hier unten steht auch Dienstkonto erfolgreich hinzugefügt. Warum fügst du nicht noch ein Konto hinzu? Das machen wir jetzt auch. Und zwar diesmal dann mit diesem OAuth. Ja, klicke ich hier drauf. Ich mache nochmal Fullscreen, damit wir das gemeinsam sehen können. So, also hier auf Autorisieren. Hier ist auch nochmal so Datenschutzhinweis. Also 20feet wird nur Statistiken damit generieren, wird keine Freunde kontaktieren, ohne deine Zustimmung keine Veröffentlichungen in deinem Konto vornehmen und gibt die auch auf keinen Fall weiter, die Daten. So, jetzt geht ein neues Fenster auf. Jetzt sieht man schon oben, wenn man die URL sich anschaut, dass das jetzt unter twitter.com läuft. Das heißt, wenn jetzt die Benutzernamen hier abgefragt werden, die Benutzerdaten abgefragt werden, dann erfolgt es bei Twitter und nicht bei uns in 20feet. Das heißt, das Passwort, was hier dann möglicherweise auch noch eingegeben werden sollte, das, Kann ich einmal machen kurz. genau, wenn du dich nochmal kurz. Also hier so würde das aussehen, wenn ich nicht schon bei Twitter eingeloggt gewesen wäre. Dann müsste ich hier meinen Benutzernamen und mein Passwort eingeben und dann würde ich ablehnen oder erlauben klicken. Genau. Das ist auch ganz nett, dass das jetzt in Deutsch ist und die andere Seite bei Twitter in Englisch. Naja, gut. Okay, also klicken wir auf Erlauben. Und was passiert jetzt? Jetzt gibt es im Optimalfall eine Bestätigung, dass OAuth erfolgreich durchgeführt wurde. Der Benutzer M. Seibert ist jetzt authentifiziert. Jetzt können wir auf Schließen gehen und kommen dann zurück in die Anwendung 20feet und sehen jetzt, dass entsprechend das dann auch wieder erfolgreich hinzugefügt wurde. Okay, dann gehen wir mal hier zum nächsten. Bitly, was ist denn das? Ja, Bitly ist ein Dienst für URL-Shortening. Das kennt jeder, der irgendwie auf diese Live-Session auch gekommen ist, über so einen kurzen Link, seibert.biz/live. Oder bei Twitter sieht man sehr, sehr häufig sehr kurze URLs, die zum Beispiel bit.ly slash und dann irgendwas Kryptisches eigentlich auch erscheint. Die dienen einfach dazu, eine lange URL auf wenige Zeichen zu beschränken. Und zu Wir haben sehen, wer klickt denn eigentlich drauf an und diesem. genau, es gibt noch das, den Nebeneffekt, dass man dann schöne Statistiken dann drüber bekommen kann. Es ist, oder die haben einen sehr, sehr großen, ein sehr, sehr großes Wachstum erfahren, diese Dienste, mit dem Microblogging, das dann aufkam, vor allem eben mit Twitter, wo nur eine begrenzte Zeichenanzahl pro Post möglich ist und somit auch der Platz sehr, sehr wertvoll wurde. Und so eine lange URL, wie wir sie jetzt hier oben bei 20feet zum Beispiel in der Anwendung sehen, die kann man dann auf eine sehr, sehr wenige Zeichen beschränken. So, ich gebe jetzt hier einfach mal meinen Benutzernamen ein. Tatsächlich ist es bei Bitly so, dass man nur öffentliche Profile, also hier bitte stell sicher, dass dein Profil öffentlich ist. Wenn Sie ein geschlossenes Bitly-Profil haben, können wir momentan da keine Auswertung durchführen, weil Bitly keinen OAuth anbietet. Und drücken dann auf Speichern. Und dann wird dieses Dienstkonto entsprechend auch hinzugefügt. Nächster Schritt, also zwei Twitter-Konten haben wir, ein Bitly-Konto. Facebook wäre jetzt der nächste Schritt. Ja, auch hier gibt es wieder zwei Optionen. Wir haben auf der linken Seite wieder die OAuth-Methode, die also einen Zugriff auf die vollständigen Daten auch ermöglicht. Wenn man etwas untersuchen möchte und tracken möchte, das einem nicht gehört, dann besteht die Möglichkeit, eine entsprechende ID anzugeben für eine Gruppe, eine Person oder eine Page, die man eben verfolgen möchte. Ja, können wir ganz kurz mal zeigen. Also, wenn ich jetzt hier bei Facebook bin und will irgendwie Coca-Cola zum Beispiel, Coca-Cola, da Coca-Cola, super, will ich gerne checken, dann kann man hier oben, ist ja immer so ein Logo, da kann man sozusagen draufklicken und zum Beispiel die Bild-URL kopieren. Ich füge die hier oben mal ein. Und dann werden wir sehen, dass. Ja, du Ah, brauchst Moment, den ich brauche Link, den Link, muss ich kopieren, genau. sorry. Den Link kopieren. So. Genau, und dann steht hier die ID.
drin. Die kann man dann hier rauskopieren und dann hier einfügen. Jetzt müssen wir noch gucken, dass der Typ entsprechend passt. Das heißt, in dem Fall, wenn wir eine Seite haben. Ja. Also das ist schon ein bisschen tricky. Ja, also wenn man jetzt hier bei Facebook das rausfinden will, muss man erst die ID rausfinden, dann muss man den Typ kennen und dann kann man auf Speichern drücken. Einfacher ist es, deutlich einfacher ist es, wenn man den OAuth verwendet. Dann klicken wir hier mal drauf. So, mhm. Schnick. Ja, jetzt ist das eine Besonderheit bei Facebook, dass hier eben nochmal eine Dienstliste oder eine Auswahl von Konten dann gezeigt wird. Und zwar ist dann natürlich erstmal das Personenkonto enthalten, das man auswählen kann. Also meins. Genau, in dem Fall jetzt Martin. Es gibt darunter aber auch eine Liste von allen Seiten. Und zwar sind es die Seiten oder Pages, die man selbst liked. Also wo man auf Gefällt mir geklickt hat. Die werden jetzt hier alle zur Auswahl gestellt und die kann man dann einfach hinzufügen und dann auch durch uns auswerten lassen. Also wir wählen jetzt hier einfach mal zwei Pages aus und also sehen hier, ich habe hier eine ganze Menge Likes abgegeben, dann noch Gruppen und Anwendungen und klicken hier unten dann auf Hinzufügen. So, Klick. Und auch hier ist die Autorisierung jetzt erfolgreich gewesen. Kommen wir hier wieder zurück. Das muss jetzt erst verarbeitet werden. Es sind ja ein paar Konten gewesen. Und auch jetzt kann ich hier wieder weitermachen und würde jetzt hier zum Beispiel ein YouTube-Konto auch noch auswählen. Auch hier wieder ein einfaches Beispiel. Nehmen wir mal Martin Seibert. Wäre ein Benutzername, den ich einfach so tracken wollen würde. Und der zweite wäre dann über einen OAuth. Da klicke ich mich an. Kommt zu YouTube. Hier bin ich jetzt schon mit 20 Feed Videos angemeldet. Muss jetzt hier meinen Zugriff gewähren, genauso wie eben auch wieder ein OAuth-Verfahren. Hier oben steht es übrigens auch drin mit diesem OAuth. Und klicke auf Zugriff gewähren, komme wieder zurück. Hat auch wieder funktioniert. Jetzt ist 20 Feed Videos auch akzeptiert. Und jetzt könnte ich sagen, okay, ich bin jetzt fertig. Dann würde ich hier oben einfach auch schließen gehen. Und habe jetzt hier also meine Dienste konfiguriert. Zwei Twitter-Konten kann man hier auch aufklicken, ein Bitly-Konto, vier Facebook-Konten und zwei YouTube-Konten. Mhm, genau. Wir haben jetzt also diese Seite, ist die Dienstkonfiguration, die jetzt als erstes geöffnet wird. Wir sehen dann noch zwei ganz interessante Informationen noch hinter den Dienstnamen bzw. auch hinter den Profilnamen. Wenn wir uns jetzt mal das Bitly-Konto M. Seibert anschauen, da steht da zum Beispiel noch 30 Tage. Das ist einfach diese kostenlose Tracking-Phase, die wir ermöglichen. Das heißt, man kann jedes Konto, das man hinzufügt, erstmal 30 Tage lang kostenlos sich auswerten lassen und schauen, ob das einem einen entsprechenden Nutzen dann bietet. Wir hatten ja schon gesagt, dass es für Twitter und Facebook die Möglichkeit gibt, kostenfreie Konten anzulegen. Das kann man machen, indem man hier zum Beispiel bei M. Seibert auf Verlängern klickt. Ja, das ist ein Twitter-Konto. Und dann gibt es hier einen Link als kostenfreies Konto setzen. Und wenn ich da draufklicke, dann wird das hier oben auch vermerkt als kostenfreies Konto. Mhm. Und genau das Gleiche kann man auch bei Facebook machen, allerdings nicht mit einer Seite. Ja, also wenn ich jetzt hier auf Personen klicke, steht es hier da. Wenn ich hier auf Seibert Media Seite klicke, kann ich das nicht als kostenfreies Konto anlegen, weil das nur für Benutzerprofile, also nur für Personen freigeschaltet ist. Ja, mache ich jetzt einfach mal auch als kostenfreies Konto setzen und jetzt werden diese zwei Konten, die kostenfrei sind, das Twitter-Konto M. Seibert und das Personenprofil nie auslaufen, sondern immer weiter getrackt werden. Genau. Wir sehen jetzt nochmal, wenn wir uns hier Facebook anschauen, da ist ja die eine Seite hier Coca-Cola gewesen, die wir über die ID hinzugefügt haben. Die können wir jetzt auch noch umbenennen, wenn wir das möchten. Links neben dem Namen, genau, da, wenn wir draufklicken, können wir das jetzt wieder umbenennen. Und wir sehen aber auch, dass neben dieser Seite nicht autorisiert steht. Und das kommt eben dadurch, dass wir dann nur die ID oder bei Twitter eben einen Benutzernamen hinterlegt haben und nicht dieses OAuth gemacht haben. Genauso wie hier oben auch bei dem P-Herbert-User. Genau. Und die Konsequenz ist einfach, dass wir später bei der Auswertung dann nicht die vollständigen Daten bekommen, weil uns die jeweiligen Dienste für einen nicht autorisierten Benutzer eben nicht alle Daten geben. Ja. Normalerweise müssten wir jetzt ja, wie das uns die Giraffe am Anfang gesagt hat, uns sozusagen zurücklehnen und warten, bis die erste Mail kommt.
Wir werden in der Zeit mal einfach zeigen, wie man einen Credit kaufen kann. Ja, also wie man jetzt hingeht, und wir sind ja in